Ja, schönen Abend. Ich versuche jetzt mal mein Jahr 2019 irgendwie Revue passieren zu lassen. Für mich war es ein anstrengendes Jahr. Das war ein sehr unschönes Jahr. Ich habe halt andere Vorstellungen von meinem persönlichen Befinden als das, was ich dann so in den letzten Monaten hier erlebt habe, was wir erlebt haben, wahrscheinlich auch. Es betraf ja nun auch mehrere. Aber man soll ja immer von sich selber sprechen und die Brille will leider irgendwie gerade nicht so liegen bleiben. Für mich war das ja irgendwie nicht schön. Ich fand vieles einfach auch ziemlich furchtbar. Ich habe hier in diesem Wohnraum, das betrifft aber seitdem ich hier auch wohne, irgendwie ziemlich viel Negatives erlebt. Versuche dies irgendwie nach meinem Befinden irgendwie auch abzustellen, weil ich ja im Grunde auch YouTuberin bleibe und ich aber mir irgendwie auch vom Ding her irgendwie auch nicht so viel, wo ich nicht immer so viel mitzuteilen habe. Jetzt begegnete ich, und jetzt spreche ich über YouTube, anderen YouTubern, die irgendwie in meiner Sicht und Zeitraffer immer noch ein bisschen weiter nach hinten hängen oder versuchen wieder etwas zusammenzuführen, wo ich definitiv eigentlich schon abgeschlossen habe. Und deswegen wurde es nicht einfacher. Aus politischer Sicht für mich wurde es auch nicht unbedingt einfacher, da meine Struktur ja dieselbe ist. Ich liege ja finanziell weit unter dem Minimum. Andere hingegen wurden halt bevorzugt behandelt. Das liegt aber eben halt auch an diversen Betreuungsgesetzen, Betreuungsmöglichkeiten und Differenzierungen eines Strafsystems, was mich ja auch betrifft. Deswegen musste ich ja halt auch viel revidieren. Ich musste eben halt auch sagen, nö, also ich bin keine frei zugängliche Prostituierte für euch, auch wenn ihr das gerne so hättet oder das vielleicht im Aspekt meiner Bilddateien oder na, Kommunikation ja wahrscheinlich eher weniger anmaßt. Es gibt ja immer noch diese Anpassungsgesetze und das betrifft dann wieder den Herrn Solmecke, der vielleicht mal in den Betreuungsgesetzen nachgucken sollte, inwieweit eigentlich diverse Dinge zulässig sind. So, und meine Sachen mit dem Vermieter kläre ich selber. Das wollte ich jetzt auch nochmal anmerken, denn ich habe als Mieter ein Mietrecht. Das darf ich gegebenenfalls vorm Gericht verteidigen. Und ich darf auch Beschwerde einlegen aufgrund dessen durch diese, sage ich mal, Hohlräume in den Wänden mir ja auch Schaden zugeführt wurde, immer wieder. Das ist so die andere Geschichte. Das Recht habe ich halt auch zum Amtsgericht zu gehen und mir das einfach auch, da habe ich halt die Durchsetzungskraft, das darf ich. Und das andere ist halt, darf man jetzt nun Videos zeigen aus Wohnraum, ja oder nein? In der Regel schon, wenn dann nicht eine Benachteiligung anderer kommt. So, dann hatte ich natürlich ganz viele Gedanken, die mich dazu bewegt haben, okay, nun hat mich aber der Vermieter selber übernommen gehabt. Da war dann die Frage irgendwie, was war da jetzt eigentlich im Keller los? Wieso wurden Chemikalien hier durch die Wohnung geführt? Warum wurde das Trinkwasser dementsprechend außer Kraft gesetzt und hatte auch keine Lust,
irgendwie über Rückführungen über das Jahr 2009 nachzudenken bis hin zu meiner Geburt, weil eigentlich finde ich sowas irgendwie, das ist keine Retraumatisierung, das ist eine aktuelle Lage. Dann war dieses Jahr für mich eben halt auch sehr anstrengend von meinem Gesundheitsaspekt her, weil diverse Insekten sich irgendwie hier breit gemacht haben, beziehungsweise scheinbar ja auch auf die Häuser geworfen wurden. Oder dementsprechend eben halt die Menschen, ja, keine Ahnung, denen es eben halt auch nicht so gut geht, weil ja auch Übergriffe in anderen Wohnungen geschehen sind. Das steht eben halt leider auch so da. Und das hat mich natürlich erstmal dazu bewogen, mich zum Teil zurückzuziehen. Auf der anderen Seite machen andere eben halt scheinbar Späßchen draus und sind der Meinung, naja, wenn nicht irgendwie dann und dann so und so viele Videos in Folge von irgendwie so und so vielen YouTubern da Folge geleistet wird, dann muss man eben halt sich abmelden, aber das ist eigentlich eine komplette Lüge. Also niemand muss sich von YouTube abmelden, aufgrund von Cyberkriminalität anderer Menschen. So sehe ich das, das ist halt meine Überzeugung, das sind halt dann auch wieder Dinge, worüber man sich streiten kann. Man kann sich dann eben halt von diversen Aspekten auch her streiten. Ich hatte eben halt irgendwie auch eine Bildungssituation auf YouTube. Jeder ist ja unterschiedliche Wege gegangen, seine Bildung dementsprechend zu vertreten. Und liege nicht immer konform, leider, mit den Aussagen von anderen. Das ist halt auch so und es bleibt auch so und bin da irgendwie eigentlich auch ein bisschen gestresst von der Hamburger Szene am Ende gewesen, weil erstmal ist das hier keine Hundehütte. Egal, inwieweit die Medien da einen Einfluss haben oder nicht, das ist ziemlich unrelevant. Und das Zweite ist halt, es läuft ja immer auf diesen Identifikationsziffern hinaus. Nun kann man das wieder irgendwie in so eine poetische Schublade packen und sagen, naja gut, okay, du bist nur ein Baby oder du bist nur dies oder du bist nur das oder du bist nur das für mich, du bist nur das für mich, du bist nur das für mich. Wenn man gleichgestellt werden will, dann behandelt man Menschen auch gleich. Wenn man eine Rolle spielt, dann kann man auch eine Rolle spielen, aber dazu muss man ja auch eine Erlaubnis haben. Das geht ja nicht, dass Leute hier quer durch meine Wohnung getigert sind und eigentlich überhaupt keine Erlaubnis haben. Und das sind so eben halt die Aspekte, die den Umgang dann nicht einfacher machen. Zudem ja hier auch einige Menschen dann auch erkrankt sind. Das ist halt auch so. Ja, das lag aber auch wieder an dem Trinkwasser, an diversen ja, Übergriffen in den ihren Wohnungen und von daher war das Klima dann leider auch ein bisschen unterkühlt und ja, das zu der Brisanzlage. So, deswegen war mein Jahr jetzt noch nicht so wirklich toll. Ich bin kreativ irgendwie nicht wirklich vorwärts gekommen, da ich halt auch nicht mehr so den ganzen Finanzausgleich habe. Zudem stolperte ich dann ja auch darüber, gut, okay, die einen bauen jetzt Häuschen und woanders reißen sie nur ab oder bei uns hier in der Gegend. Hatten wir das ja nun mal mit viel Verdrängung zu tun, was dann wieder Herr Solmecke auf das Betreuungsgesetz hinausläuft und ich definitiv dann irgendwann gesagt habe, so, auf der einen Seite versuche ich jahrelang irgendwie aus diesen Mechanismen irgendwie auszusteigen und auf der anderen Seite versucht man mich da irgendwie drin zu halten. Und dann kommen wir jetzt zum Thema Grundsicherung.
Das ist richtig. Ich bekomme eine minimale Grundsicherung. Die liegt weit unter dem Satz, weil hier Strom im Grunde genommen entweder A geklaut wird oder Strom umgelegt wird als Umlagenverteilung. Andere kriegen Strom zurückgezahlt und andere zahlen drauf. Und in dem Fall ja, war ich eben halt mal wieder die Angearschte. Inwieweit das jetzt so im finanziellen Interesse einer Hausgemeinschaft gilt, und da kommen wir dann wieder in die Betreuung rein, habe ich gesagt, das möchte ich so definitiv nicht mehr. So, ich habe im Grunde nicht viele Optionen. Ich kann jetzt um mein Mietrecht streiten. Ich kann jetzt aber auch sagen, gut, ich ziehe aus. Ich gehöre nicht in eure Gemeinschaft. Das möchte ich definitiv so nicht. Also ich möchte nicht für andere Menschen mitbezahlen, im Grunde genommen, die im Grunde eigentlich besser abgedeckt sind als ich persönlich. So. Jetzt gibt es unterschiedliche Arten der Ansichten. Kann man jetzt auch geteilter Meinung sein, aber man kann ja nicht irgendwie mein Eigentum zu euren Nutzwerkzeugen, sage ich mal, hinzufügen, um dann am Ende irgendwie besser gestellt zu werden als die, die dann irgendwie wieder umverteilt werden über Betreuerpläne oder aber über Wohnbeschaffungsmaßnahmen. Das war so das leidige Thema, was dann noch obendrauf kam. Dann habe ich halt festgestellt, dass dieser Wohnraum im Grunde genommen wahrscheinlich eigentlich auch nicht so der sicherste Ort ist, aufgrund dessen, dass Wände nachgeben könnten. Ich habe festgestellt, dass eben halt durch die, sagen wir mal, nicht ganz, was der Vermieter darf, Zunwände, also um den Wohnraum zu erweitern, darf der Vermieter leider so das machen. Wobei ich mir da immer nicht so ganz sicher bin, aber leider war ja der Streit deswegen entfacht durch mehrmalige Übergriffe über die Grundversorgung selber. Und das heißt Nahrungsmittel, Trinkwasser, Duschen, Wohlstand, also das ist dann dieses Wohlstand-Ding. Inwieweit kann man duschen, wie viel Strom kann man verbrauchen, bla 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 bla. Ja. Und dann finde ich das ein bisschen seltsam, wenn ich dann mir über sowas Gedanken machen muss, nur weil es irgendwie Menschen gibt, die ja scheinbar mehr Strom verbrauchen, aber eine Rückzahlung bekommen. Da hat jemand geschrieben. Ein kleines Kind. Nun gut, aber vielleicht bin ich auch irgendwie nur gestresst in diesem Jahr. Ich schaue mir die anderen YouTuber an und finde sie eigentlich auch, ich finde viele einfach nur noch anmaßend und wer wurde auch beleidigt, das tut mir echt leid. Das ist de facto so, weil ich nochmal darauf hinweisen will, nur weil andere besingen, heißt es noch lange nicht, dass man immer noch ihr Eigentum ist. Das ist etwas, was mich irgendwie ziemlich angestresst hatte am Ende, dass dann scheinbar für so Benefizveranstaltungen oder Spendengalerien oder diese Shows, die nachempfunden wurden, also nachgestellt wurden von anderen Medienunternehmen anders plastiziert wurden, als ich das eigentlich mal im Ansinnen hatte. Dazu kommt aber natürlich noch die Reihe der anderen, weil nicht 10.000 YouTubern, 20.000 YouTubern, wenn wir ins Global Play kommen, kommen wir irgendwann bei den Vereinten Nationen wieder raus. Aber da gucke ich ja gerade mal nicht hin.
Denn die Verbindungsdaten bleiben ja irgendwo immer transparent auf den jeweiligen Servern und jeweiligen, in dem Fall ja Google, vorhanden. Das ist leider wahr und gut, okay, ich habe da nicht so die Eingriffsmöglichkeiten. Ich hatte ja selber nur einen kleinen Sender, der nur einen ganz kleinen Bezirk im Grunde genommen umkreist hatte. Und darüber, dass man andere Menschen kennenlernt und in Kontakt kommt, werden die Themen ja auch vielfältiger. Und dann steht man dann irgendwann oben und schaut sich dann nochmal die Themenwahl an und muss für sich selber sondieren, okay, womit kann ich was anfangen, womit kann ich nichts anfangen. Und wenn ich dann wieder auf mich selber schaue, dann müsste ich die Wohnung so umgestalten, dass im Grunde genommen niemand sich so gestört fühlt oder aber ich mich gestört fühle durch die Übergriffsmaßnahmen, die ja scheinbar in diesem Wohnraum gelaufen sind. Was sich so ein bisschen festgesetzt hatte, was ich bemängelt hatte, war ja auch irgendwie immer so ein bisschen die ganze Vertreibungspolitik, die hinter diesen diversen YouTubern standen oder stehen, so aus Sympathie oder Unsympathie. Ja, dann habe ich mir so überlegt, im letzten Jahr einfach mal total unsympathisch zu sein und zu sagen, ja, also wenn ihr die anderen irgendwie so und so und so schalten und walten lässt, dann will ich euch auch nicht mehr. Das war halt irgendwie so der Aspekt, wo ich dann gedacht habe, irgendwie, es kann ja nicht sein. Bei so diversen, sag ich mal, man braucht ja immer so eine gewisse Übersicht auf YouTube. Und ich kann halt nicht immer nur in einer Form so eine Reaktion abliefern. Das ist nicht mein Stil. Ich habe damals ohne Internet angefangen. Die Daten wurden dann ja auch einfach mal so preisgegeben und veröffentlicht. Und wahrscheinlich hat jetzt schon die ganze Welt die Daten. Das interessiert mich aber so eigentlich auch herzlich wenig. Nur an dem Punkt sind das eben halt einschneidende Erlebnisse. Und das ist halt vielleicht auch etwas Gewolltes, so von wegen der Umgang mit dem Sozialen im Internet, wo vieles aber gar nicht mehr sozial war. Und dann verhält man sich auch nicht mehr sozial. Das sind dann so die Facetten, weil ich muss mir auch nicht mal alles anhören. Ich bin vom Realleben eigentlich schon ziemlich belastet, weil ich finde, von Sozialaspekten her Menschen immer wieder irgendwie zu den Tafeln zu treiben, sage ich jetzt mal, aus unterschiedlichen Gründen, weil ich ja aus diesen sozialen Bereichen ja auch mal kam. Das ist ja nicht nur so, dass ich eine Betroffene war, sondern darum ja auch mal gearbeitet hatte, tatsächlich auch das. Und das immer sehr als zweischneidiges Schwert empfinde. Ja, das sind so Dinge, klar, jetzt kann ich irgendwie mein Statement dazu posten, ich kann es aber auch sein lassen, weil ich im Grunde genommen eigentlich daran überhaupt nichts verändern will. Aus meinen eigenen Bedürfnissen heraus, weil ich ja im Grunde genommen, je mehr Rückläufer da sind, also wenn eine Bedürftigkeit dann wieder da ist, da kommen wir wieder in das Betreuungsgesetz. Dann muss ich mich halt erstmal abschotten und sagen, nö, es ist mir irgendwie auch ein bisschen zu viel. Um sich damit auszukennen, muss man halt irgendwie tatsächlich auch ein bisschen was gelesen und gelernt haben. Und man kann nicht Menschen dann irgendwie auch so ultimativ vereinnahmen, finde ich, weil es ist irgendwie wie so ein
wenn ich so zurückblicke, wo die anderen YouTuber dann so gelandet sind oder wo sie eventuell gewesen sind, in welchen Ländern sich auseinandergesetzt haben, verbrachte ich eigentlich die meiste Zeit immer nur damit, hier bei Fördern und Wohnen mehr oder weniger auch nochmal irgendwie einen mitgekriegt zu haben. Und das war so etwas, wo ich dann gedacht habe, ja danke. Dann waren ja noch diverse Zeitungs, ich weiß aber nicht, das ist, liegt jetzt aber 2 Jahre zurück, das betraf ja die Hinz und Kunz, wo ich nicht einverstanden war. Und das sind so Dinge, die will ich einfach auch nicht tolerieren. Deswegen habe ich dann gesagt, so über mich bitte keine Berichte mehr, auch wenn Fördern und Wohnen mit Hinz und Kunz zusammenarbeitet, immer wieder, wegen den Unterbringungen, wegen den Obdachlosenhilfen, wegen den Behinderteneinrichtungen oder aber wegen irgendwelchen Frauenverbänden oder anderen Initiativen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, so, nee, es ist, reicht mir jetzt. Also, ich habe vieles mitnehmen können, irgendwie, also vom Wissen her, aber auf der anderen Seite irgendwie habe ich gedacht, so, nee, es ist beeinschränkt mein Leben komplett und das ist halt die Sache, die ich irgendwie so nicht mehr wollte. Und das, aber auch nur, weil ich einen anderen Durchblick habe als andere wahrscheinlich. So viel zu meinem, ja, emotional, wie ging es mir emotional? Ja, ich war häufig krank, ich war erschöpft, ich war kraftlos, ich war auch mutlos. Ich war auch ein bisschen desorientiert, weil ich dann irgendwann gedacht habe, naja gut, okay, Altersarmut, ja, nö, bin ich jetzt noch zu jung für, habe ich jetzt noch keine Lust drüber nachzudenken, aber habe dann so die Vergleiche gesehen, wie andere eigentlich ihre finanzielle Unterstützung erhalten haben, ganz öffentlich. Und fand dann wieder diesen Vergleich irgendwie, dass ich im Grunde genommen jeden bescheuerten Cent beim Sozialamt angeben muss, ob ich nun will oder nicht. Und musste halt Sonnewege gehen und andere wollten das ja wahrscheinlich nicht. Die hatten ja wohl wahrscheinlich andere Dinge irgendwie vorgehabt und vielleicht enttäusche ich euch da jetzt auch, wenn ich dann sage, nee, also so möchte ich nicht, dass gespielt wird und Feierabend. Ja, dann habe ich irgendwie nochmal so überlegt, wie ich jetzt meine Wohnung so gestalten kann, dass sie für mich angemessen ist. Denn im Grunde genommen versuche ich ja irgendwie immer Ordnung und Sauberkeit drin zu behalten, aber es gelingt mir auch irgendwie nicht so gut. Also nicht mehr so gut wie im Hüllwehen, seltsamerweise, obwohl es da auch mal Phasen gab, wo ich mich dann hab mal gehen lassen und so. Und das ist ja eigentlich auch nicht so schlimm, aber im Grunde genommen habe ich für mich festgestellt, ich lebe lieber strukturiert und andere machen mir das irgendwie dann auch ein Stück weit zum Vorwurf und das ist schade. Das empfand ich halt auch so. Und dann, ja. Dann zu diesen ganzen anderen Kenntnissen der Europäischen Unionsgeschichte. Naja, gut, ich hätte mir ja wieder was anderes vorgestellt und jetzt bin ich wahrscheinlich wieder zu mutig, wenn ich das so sage. Aber die Entführung Europas wird es wohl nicht geben. Das schaffe ich jetzt auch nicht mehr. Entschuldigung, ich muss da. Ich kann ja schlecht irgendwie, ne, Uschi einladen und sagen: Komm, ich fessel dich mal, ich hab dich entführt, dann gehen wir was essen. Das wird irgendwie nicht funktionieren.
Die ist mir auch zu mächtig, die Frau. Ich kriege da sowieso nur einen auf den Deckel und dann lasse ich das dann besser, ne? Scheiße. Wäre irgendwie lustig gewesen, aber das kriege ich dann auch nicht mehr hin. Und jetzt bin ich irgendwie auch ein Stück weit am Ende mit meinem Latein, weil das wäre dann so irgendwie wahrscheinlich nochmal der Bringer. Komm, wir drehen mal einen Film. Aber leider war das ja keiner. Es wurde ja alles Realität. Und weil andere so fixiert sind, die sind so immer dagegen, immer in eine Richtung, in die nächste Richtung.